Ja, vielen Dank, lieber Markus Beisicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch langsam Hunger. Also, ich werde es jetzt natürlich unabgesprochen und so kurz wie möglich halten. Ihr hört es auch an meiner Stimme. Ich will jetzt gar nicht mehr groß auf das eingehen, was gestern in Köln passiert ist. Ich habe das jetzt hier auch schon im kleinen Rahmen überall erzählt. Wichtig ist eins, und das ist ja auch die Botschaft, die hier ausgeht. Wir waren ja gestern bei Pegida NRW auch. Man muss sich das mal vorstellen. Alle Parteien rechts der CDU haben dazu aufgerufen, Pegida zu unterstützen. Wir haben hier in NRW eine Situation, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bei Pegida NRW jeden Montag in Duisburg vor dem Hauptbahnhof, wo sich alles trifft. Alte, junge, bürgerliche, progressivere, sportlichere Leute. Menschen, die vielleicht etwas konservativer gestrickt sind, Menschen, die vielleicht ein bisschen revolutionärer gestrickt sind. Und genau das ist dieser Burgfrieden, das ist dieser Zusammenhalt, den wir brauchen. Das ist etwas, wo ich mich auch gerade im Sinne unserer Partei einsetze, dass wir es immer wieder schaffen, so wie gestern in Köln, in 5 Tagen 3000 Leute zu mobilisieren. Es geht, wenn wir wollen und wenn wir zusammenhalten. Und dann können wir unser Land auch retten. Das ist die höchste Zeit. Und weil man für die Rettung unseres Landes natürlich wohlgenährt sein muss und gestärkt sein muss, würde ich dann jetzt sagen, das Buffet ist eröffnet. Guten Hunger euch allen.